Alle ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Björn Liegemann. Ich bin Moderator bei Congress Media und darf hier wie jeden Donnerstag durch unseren Shift CX Talk moderieren und mich mit interessanten Gästen und heute wieder einem interessanten Gast unterhalten. Der Shift CX Talk ist ein wöchentliches Format, was wir begleiten zu unserer Shift CX Veranstaltungsreihe. Mit der Hauptveranstaltung der Shift CX Jahresveranstaltung, die ja vor 2 Wochen stattfand, und den verschiedensten Einzelveranstaltungen, die wir halt begleitend dazu durchführen. Einmal wöchentlich 45 Minuten mit wechselnden Gästen sprechen wir hier über aktuelle Themen, aktuelle Entwicklungen rund um das Thema Wandel zu mehr Kundenorientierung, Kundenhandeln etc. Das ist natürlich das große Thema Customer Experience Management. Die Customer Experience Revolution ist unser Thema. Und darüber haben wir auf der Shift CX schon gesprochen. Und natürlich geht es nach der Shift CX weiter. Die Entwicklung bleibt ja nicht stehen. Und deswegen freue ich mich auch auf das heutige Gespräch wieder, hier einen alten Bekannten bei mir begrüßen zu dürfen, hier auf der virtuellen Bühne, den Harald Henn von Marketing Resultant. Hallo Harald. Hallo Björn, ich grüße dich. Ja, ich grüße dich und ich freue mich, dass du kurzfristig einspringen konntest. Ich hatte da mal wieder ein kleines Terminproblem. Das ergibt sich bei uns ja immer wieder, dass wir den einen oder anderen planen und dann kommt was dazwischen. Aber du standest Gewehr bei Fuß, das freut mich. Vielen Dank. Du bist, wie ich schon erwähnt habe, Geschäftsführer von Marketing Resultant. Und Experte beim Thema Customer Experience, ja, seit Jahrzehnten schon auf dem Markt und unterwegs, berätst Unternehmen, machst aber auch sehr viel Research, bist Trendforscher, bringst immer wieder spannende White Paper raus zu den aktuellen Themen, Entwicklungen und man sieht es hier im Hintergrund, bist zusammen mit Nils Haffner, der Schaffer und Aufrechterhaltung des CX-Trendradars, über den wir heute auch ein bisschen sprechen wollen. Ja, ich liebe es immer, wenn ich abends noch mal gucke auf LinkedIn und dann kommt irgendwie Nachricht und dann sehe ich, dann bist du das irgendwo mit noch irgendwas. Also ich werde jetzt immer abends um 11 Uhr noch mal gucken, ob irgendwo noch was anliegt oder so. Also nein, ich freue mich, dass ich das heute unterstützen kann irgendwo und mit diesem Thema. Ich mache das sehr gerne und unterstütze mich hier auch sehr gerne und natürlich auch die Zuschauer und hoffe, dass wir eine kurzweilige und interessante Runde jetzt für die Zuhörer hier zusammenbekommen. Genau. Wir wollen ein bisschen über eure aktuellen Erkenntnisse aus dem CX-Trendradar sprechen, auch im Zusammenklang natürlich mit den Ergebnissen, die wir irgendwie in der Shift CX diskutiert haben. Du warst ja auch am Montag, habe ich dich zumindest gesehen auf der Veranstaltung. Wie fandest du es? Ich fand's gut. Vor allen Dingen ist jetzt, was mir jetzt auffällt bei den Veranstaltungen. Also wir kommen so ein bisschen raus aus diesem, die Kinder stehen vor dem Weihnachtsbaum und freuen sich über die Wunderkatzen, sondern wir kommen jetzt mehr in so eine Phase. Ich glaube, wir müssen jetzt was tun. Und wir suchen jetzt alle nach Konzepten, nach Wegen, was haben andere Unternehmen gemacht. Also wir kommen jetzt so in die Phase des Umsetzens, des Doings rein in vielen Unternehmen. Das ist dort der Eindruck und der Beim Aus. Thema Kundenorientierung, Customer Experience Genau, speziell. beim Thema Kundenorientierung, Customer Experience. Und insofern ist so mein Eindruck bei den Veranstaltungen, da hat sich der Charakter vom, ich schaue mal, was das eigentlich ist und ich bin ganz neugierig, gewandelt zu. Ich will und möchte das gerne in meinem Unternehmen begleiten, unterstützen, umsetzen. Und jetzt suche ich Kollegenrat, möchte mich austauschen, möchte von anderen lernen, möchte wissen, wie die das gemacht haben. Also insofern finde ich das im Moment eine ganz spannende Entwicklung bei dem Thema Kundenorientierung, dass wir jetzt so in die Phase des Machens und des Tuns reinkommen irgendwo. Ja, obwohl ich das natürlich ein bisschen ungerechter oder dass diese Aussage an dieser Stelle ungerecht den Firmen gegenüber empfinde, die ja auch 2018 schon Cases hatten und vorgestellt haben. Aber jetzt sind wir in der Masse natürlich breiter, mehr Unternehmen etwas. Können wir uns darauf einigen?
Wir hatten das, also Customer Experience, was Neudeutsch jetzt für Kundenorientierung oder wie auch immer steht, das hatten wir schon 2005, 2006, 2007. Jetzt hat es einen neuen Begriff gegeben, jetzt hat es nochmal einen neuen Schub gegeben, dank Digitalisierung oder und aufgrund von Corona. Das Ganze hat nochmal eine neue Dimension angenommen. Und insofern gibt es jetzt nochmal neuen Druck. Aber es ist richtig, es gibt Unternehmen, die machen das schon seit 20, 30 Jahren. Die reiben sich verwundert die Augen und sagen, wieso reden jetzt alle über Kundenorientierung? Haben wir eigentlich immer schon gemacht. Früher haben wir Kundenmanagement dazu gesagt, jetzt sagen wir CX dazu. Aber das haben wir eigentlich schon immer gemacht. Und wieso haben es andere Unternehmen noch nicht gemacht? Da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist dann schon ein bisschen für die, die das schon sehr lange und sehr erfolgreich gemacht haben, schon manchmal ein bisschen ja, mit Augenreiben verbunden. Ja, stimmt. Da sind wir ja mitten im Thema halt auch eures CX-Trendradars, mit dem ihr ja immer so ein bisschen versucht festzuhalten, wo gerade die Veränderungen sind, womit sich die Unternehmen beschäftigen. Auf den drei Dimensionen People, Process and Technology. Habe ich das erstmal richtig dargegeben für die Leute, die den CX-Trendradar vom Konzept nicht kennen? Das ist ein ganz klassisches Reifegradmodell und das ist jetzt auch, also dieses Reifegradmodell generischer Art ist auch nicht von uns, also von Nils und von mir. Das benutzen sehr, sehr viele andere auch. People, Process, Technology. Wir haben es halt für CX adaptiert und haben halt die Dinge eingetragen, die aus CX-Sicht wichtig sind. Aber das Reifegradmodell ist schon ganz, ganz alt irgendwo. Ja, und in den drei Clustern hat es da, man sieht es hinter dir, 18 Faktoren, die er da drin betrachtet, ja. Immer so 5 bis 6 pro Cluster. Ja. Und da betrachtet ihr dann, wo im Moment die größte Bewegung auf Seite der Unternehmen ist. Also wir betrachten zum einen mal von außen nach innen, was ist eher so im Visionsstadium, also wo kann man mal hingucken, muss man sich aber nicht aktuell damit beschäftigen, bis zu, jetzt wird es aber höchste Eisenbahn, das ist Stand da draußen im Markt irgendwo und da solltest du Unternehmen dich jetzt damit beschäftigen. Also das ist der Kreis von außen nach innen. Das ist das eine, in welchem Stadium befinden wir uns und diese 18, die wir im... Also außen ist, das ist noch im Evaluierungsstadium, da kann man mal nice to have auch mal mit rein und je weiter ein Thema nach innen rückt, je mehr wird es so ein Must-Have, was ich mich auch auf der Agenda haben muss. Das ist Standard und Commodity, also das sollte ich dann auf die Agenda haben. Wobei man muss eins dazu sagen jetzt, der Trendradar ist natürlich generischer Art. Es gibt manche Branchen, die sagen, naja, also bei uns ist das Thema Customer Data Plattform beispielsweise ganz wichtig. Und das ist bei uns nicht nur irgendwo Prototyp oder Vision, sondern das ist bei uns Standard Commodity, also Versandhandel. Die würden das für ihre Branche etwas anders sehen. Das ist auch richtig so. Wir haben es natürlich über alle Branchen im ersten Schritt so entwickelt und jetzt gibt es Branchenmodelle, die dann nochmal voneinander abweichen. Aber du hast vollkommen recht, es soll für die Führungskräfte so eine Art Kompass sein, wo befindet sich gerade der Markt und ist das ein Thema, wo ich sagen würde, da muss ich mich jetzt vielleicht dann doch langsam mal auf den Weg begeben und mich damit auseinandersetzen irgendwo. Genau. Und das ganze Instrument ist Ende 2019 entstanden. 2020 habt ihr dann sozusagen die ersten Publikationen mal dazu rausgebracht. Jetzt hast du im Januar auch mal einen Jahresvergleich gegeben. 2020 versus 2021. Was ist dabei rausgekommen? Also es gibt so zwei, drei Punkte, die uns zum Teil, wie sagt man, etwas, ich will nicht sagen schockiert haben, aber etwas betrübt haben. Und es gibt andere, wo die Dynamik deutlich schneller war, als wir das 2020 vorhergesagt haben. Also wir hatten eigentlich die Hoffnung und gedacht, dass das Thema Strategie ein bisschen schneller vorangeht und auch das Thema CX-Innovation. Das hat nicht stattgefunden. Dafür gibt es auch gute Gründe, weil viele Unternehmen operativ damit beschäftigt gewesen sind, ihren Laden in Corona-Zeiten erstmal am Laufen zu halten irgendwo. Also insofern zwar nachvollziehbar, aber auch nicht gut für CX, weil alle
Alle Studien sagen immer das Gleiche. Der Kunde entscheidet heute über das Kauferlebnis, wo er letzten Endes kauft, wo er als Kunde treu bleibt. Die Produkte sind in vielen Bereichen extrem austauschbar und vergleichbar geworden. Also es geht dann nur noch über das Kauferlebnis. Also insofern, da waren wir ein bisschen geschockt, dass da keine große Innovation stattgefunden hat auf dem Gebiet. Da hat es sogar eher einen Schritt zurückgegeben, was unüblich ist normal für ein Trendradar, dass man sagt, wir müssen das nochmal zurücknehmen. Und dann gibt es andere Bereiche, gerade im Bereich Technologie, da hat es einen kräftigen Schub nach vorne gegeben, weil viele Firmen ihr bisheriges Geschäftsmodell so nicht mehr aufrechterhalten wollen. Ich mache das jetzt mal am Beispiel. Also Versicherungen muss man ohnehin verkaufen. Das ist kein Produkt, was man als Kunde gerne kauft, sondern ja, man braucht eine Haftpflichtversicherung, man braucht einen Hausrat, aber das ist nichts, wo ein Kunde sagt, ich gehe heute mal jetzt Shopping für Hausratversicherung machen. Macht keiner gerne irgendwo. So. Und die Versicherungen haben zum großen Teil große Außendienstmannschaften oder haben einen Maklervertrieb und haben natürlich in ihren Büros oder beim Kunden vor Ort dann ihre Versicherungen feilgeboten und verkauft, sage ich jetzt mal. So, jetzt hat aber der Kunde gesagt, in Corona-Zeiten, du kommst mir nicht ins Haus, lieber Versicherungsvertreter. Und der Versicherungsvertreter hat gesagt, ich will auch nirgendwo mehr hingehen eigentlich, weil die Gefahr angesteckt zu werden, trifft ja für mich genauso wie für den Kunden zu. Jetzt haben die Versicherungen das Problem, sie haben so gut wie kein Neugeschäft mehr gemacht. Also, weil der klassische Vertriebsweg absolut blockiert war. In diesen Zeiten ist bei fast allen Versicherungen jetzt das Thema Videochat, Co-Browsing, digitale Signatur und Authentifizierung über Nacht praktisch von ganz hinten auf der Agenda nach ganz vorne auf die Agenda gerutscht. Und da hat es in dem Bereich technologisch jetzt einen Riesenschritt nach vorne gegeben. Und das Thema ist dann bei Versicherung, aber nicht nur da, dann mal auf unserer Skala richtig raketenartig nach oben geschossen und es gibt fast keine Versicherung mehr, die im Vertrieb nicht diese Modelle jetzt mittlerweile anbietet und auch im Kundenservice. Wenn die Waschmaschine kaputt ist, mein WLAN-Router nicht geht, ich will keinen Kundendiensttechniker vor Ort haben, der mir 80 Euro dafür abverlangt, um mir mitzuteilen, ja, die Anfahrtskosten müssen Sie bezahlen, aber ich habe nicht das richtige Ersatzteil dabei. Auch das kann man mit Videochat und Co-Browsing heute anders und besser lösen. Und insofern hat es auf der Technologieseite hat kräftige Schübe nach vorne gegeben. Also Corona war ein Katalysator für die Technologie, aber nicht für Strategie oder People-Dimension und auch nicht für Verbesserung der Prozesse. Nee, bei den Prozessen kommt jetzt eins. Da werden jetzt viele Unternehmen, wie sagt man, das Opfer ihrer Missetaten. Die haben jetzt noch mehr Technologie, weil der Vertrieb im Außendienst dann auch gesagt hat, also ich brauche das, sonst kann ich meine Zahlen nicht erreichen. Und jetzt kommen die Unternehmen sagen, ja, aber irgendeiner muss das jetzt orchestrieren. Und dann reden wir zwangsweise im zweiten Schritt über die Prozesse. Umgekehrt wäre natürlich schön und richtig gewesen. Wir hätten uns erst Gedanken gemacht über die Prozesse, wie die laufen sollen. Aber das ist ja häufig so. Müssen wir in der Vergangenheit. Also säumen wir das Pferd jetzt von hinten auf. Jetzt räumen das Pferd jetzt ein bisschen von hinten auf. Jetzt haben wir erst die Technologien und jetzt kommt irgendeiner und sagt, jetzt müssen wir die Prozesse dann nochmal wieder orchestrieren, weil sonst läuft uns das alles aus dem Ruder und wir haben Kuddelmuddel und was auch immer. Also zäumen wir das Pferd ein bisschen von hinten aus, getrieben von der Technologie. Hatten wir in der Vergangenheit auch schon mal diese Entwicklung, haben wir jetzt wieder. Ist nicht immer schön und auch schmerzhaft für viele Unternehmen, aber so stellt sich im Moment die Situation dar und Orchestrierung von Kundenreisen über verschiedene Touchpoints und Kanäle hinweg, das ist jetzt so die große Hausaufgabe für viele Unternehmen zurzeit. Ich frage immer so kritisch, oder ich Ist frage das das immer das? mit so einem Schmunzeln, weil Ihr Berater ja immer sagt, wir müssen erstmal die Strategie richtig haben und dann können wir uns mit der Technologie beschäftigen. Aber wir haben jetzt jahrelang immer über strategische Ansätze diskutiert und Ausrichtung und es ist nichts passiert und jetzt brauchte die Realität oder hat uns die Realität draußen eingeholt und die Praxis brauchte Technologie, um der Realität erstmal was bieten zu können. Und jetzt revolutioniert die Technologie mit ihrem Einsatz die Prozesse und danach auch die Strategie. Und es geht Ja, viel schneller.
Sollten wir das nicht immer so machen? Nein, das geht aber nicht richtiger. Also schneller ja, kurzfristig gesehen schon. Aber jetzt nehmen wir mal das Bereich der Versicherung. Also es gibt zum Beispiel die Hook24. Die hat sehr vieles auf der strategischen Ebene richtig gemacht und sich dann überlegt, wie müssen die Prozesse digitalisiert werden, die Schnittstellen, die Abläufe, wie ist das kundenorientiert und, und. Und der Erfolg gibt einer Hook24 absolut recht. Beeindruckende Zahlen im Zuwachs und. Also wenn man zuerst sich Gedanken macht zur Strategie, ist das durchaus auch mit mehr Gewinn und Umsatz verbunden. Das andere. Aber manchmal stolperst du dann ja über die internen, langwierigen Diskussionen und im Kreise sich drehenden und selbstreflektierenden Diskussionen mit der Strategie und du kommst nicht zu einem Ergebnis, oder? Das ist ja das oftmals das Problem. Dann bei dem strategischen Ansatz, oder nicht? Ja, wobei, da sind nicht die Berater drin schon. Nein. Das war jetzt auch ein bisschen zurückgefrotzelt. Nein, ich gebe dir natürlich recht. Manchmal schafft die Technologie Fakten, hat aber dann den Nachteil, darüber muss sich ein Unternehmen schon im Klaren sein. Die Technologie bestimmt dann die Strategie. Und jetzt werde ich dann von einer Technologie praktisch dominiert und in meiner Strategie bestimmt. Und da muss ich mich dann ganz ehrlich fragen, wozu brauche ich denn noch den Unternehmenschef, wenn jetzt mir die Strategie vorgibt, wie meine Unternehmensstrategie aussieht? Sache, dann habe ich oben an der Spitze meinen Job nicht so ganz richtig gemacht irgendwo. Ich gebe dir recht, absolut. Manchmal ist das Thema eine Software einzuführen etwas, was dann so eine Blockade auch lösen kann irgendwo. Aber der Schuss kann auch, der kann auch gut nach hinten losgehen. Ne? Dass Einbahnstraßen, technologische Einbahnstraßen geschaffen werden und neue Silos kreieren, weil das ist ja wesentliche. Und viele merken erst auch, wenn sie eine Technologie eingeführt haben, dann gehen die Optionen B, F und K gehen nicht mehr, weil die Technologie sagt, nee, das kann ich nicht unterstützen irgendwo. Habe ich dir auch vorher gesagt, ich kann nur A, C und D. Und wenn man dann irgendwann sagt, ja, aber B, F und K wären das, was wir jetzt gerne hätten, dann sagt die Technologie, dann musst du ein anderes System suchen oder ich muss das umprogrammieren. Also das meine ich eben, das ist dann oft mit Schmerzen verbunden irgendwo. Und da sollte man schon ein bisschen vorsichtig sein, dass man nicht zum Opfer einer bestimmten Technologie wird und seine ganzen strategischen Freiheitsgrade einschenkt. Weil damit werde ich möglicherweise sogar im Markt völlig austauschbar und völlig ersetzbar durch andere irgendwo. Das kann dann irgendwo nicht die Lösung sein. Ne? Jetzt hast du vorhin gesagt, Technologie war an vielen Stellen der Treiber. Du hast ein Beispiel natürlich jetzt an der Stelle so videobasierte Beratungstools genannt, Co-Browsing etc. Gibt es noch mehr Ansatzpunkte oder technologische Konzepte, die irgendwo Bewegung gebracht haben? Ja, was in Deutschland so ein bisschen nicht auf dem Radar von vielen Unternehmen ist, ist das Thema Augmented Reality. Also die Anreicherung oder die Überlagerung einer Bildebene mit Zusatzinformationen. Ich habe ein sehr schönes Beispiel, das ist die Schweizer Bundesbahn. Also man muss ja manchmal gucken, es gibt ja auch in Europa oder in Deutschland gute oder in der Schweiz gute Beispiele. Die Schweizer Bundesbahn hat für ihre Reisenden eine App, womit man mit seinem Smartphone jetzt, wenn man am Bahnhof steht, geht man oben auf diesen Wagenstandsanzeiger. Dann sieht man ja im Gleisabschnitt A und B hält die erste Klasse, C, D, E kommt dann der Speisewagen, Bistro und ganz zum Schluss kommt Wagen zweiter Klasse. Und wenn ich mit dieser App der Schweizer Bundesbahn darüber gehe, kann ich das Menü sehen. Ich kann sehen, welcher Wagen wie besetzt ist, ob da überhaupt noch ein freier Platz ist. Ich kann mit dieser App im Bahnhofsvorplatz gucken, wo ist das nächstgelegene Parkhaus, Hotel, Gaststätte, Restaurant. Also diese Anreicherung mit wertvollen Zusatzinformationen ist etwas, was stark im Kommen ist, wenn es einfach zu bedienen ist und dem Kunden einen hohen Nutzwert verspricht. So wie die Schweizer Bundesbahn für ihre Reisenden, extrem einfach zu bedienen, aber mit dem hohen Nutzwert verbunden. Und dieses Thema ist extrem stark im Kommen. Wir hatten das schon im Bereich Kundenservice. Also die deutschen Maschinenhersteller haben fast alle Augmented Reality.
weil durch ihre starke Exportabhängigkeit, man exportiert eine hochkomplexe Maschine nach Kolumbien, weist dort einen Techniker ein und 3 Wochen später sagt er, ich habe hier eine komische Ansteige, die Kühlflüssigkeit, die Temperatur ist zu hoch, was mache ich denn jetzt? So, dann geht der mit seinem Smartphone auf diese Anzeige, überträgt dieses Signal an den Techniker in Eislingen oder in Göppingen und der kreist dann mit dem Stift ein und sagt, ja, du hast da auch links den Hebel, den hast du nicht richtig eingestellt oder du musst da die Einstellung an der Stelle verändern. Also im Bereich Kundenservice und Support, Business to Business, war Augmented Reality immer schon extrem hilfreich. Und jetzt kommt das Ganze auch in den Bereich Consumer. Also wer von den Zuhörern sich jetzt mal ein E-Auto zugelegt hat und dann feststellt, da sind viele neue Hebel und Knöpfe und was auch immer und was ist Rekuperation und wie muss ich das einstellen, der wird nicht die 222 Seiten seines Manuals durchlesen wollen. Aber was gut geht, ist mit dem Smartphone aufs Armaturenbrett. Und die App zeigt mir dann, da vorne links ist Rekuperation. Das ist so ein Kippschalter. Und wenn du den drückst, dann kannst du den von Stufe 2 auf 3 auf 1 stellen. Und ich erkläre dir auch noch ganz kurz, was das macht. Oder die Memory-Funktion vom Sitz ist an dieser Stelle irgendwo. Also sehr punktgenau, sehr zielgerichtet mit Sprache, mit Bild, mit Ton. Da gibt es viele Einsatzbereiche, auch im Business-to-Consumer, wo Augmented Reality Einzug hält, was aber von vielen Firmen noch gar nicht so unbedingt auf dem Radar irgendwo ist. Ein Thema hast du jetzt noch gar nicht erwähnt, zu dem du ja auch noch eine Konferenz machst und wir auch, das Thema Conversational. Ja, das ist das andere spannende Thema irgendwo. Ich habe jetzt Augmented zuerst genannt, weil das so weniger auf dem Radar ist. Also das andere Thema, Chatbots, Instant Messenger, das ist auch ebenfalls raketenartig durch die Decke gegangen. Was unter anderem damit zusammenhängt, dass die Technologieanbieter enorme Fortschritte gemacht haben im Bereich der Intenterkennung, was will der Kunde eigentlich im Bereich der Spracherkennung, also Thema Voice, und dann auch im Bereich der Verarbeitung, also was braucht der Kunde denn jetzt in seinem Kontext, aus dem er heraus händelt, für eine Antwort irgendwo. Also die erste Generation von Chatbots ist in Deutschland sauer aufgestoßen bei vielen Unternehmen, weil viele das als AI verkauft haben und in Wirklichkeit waren das regelbasierte Chatbots. Das wäre nicht schlimm gewesen, wenn man dem Unternehmen nicht suggeriert hätte, das ist ein regelbasierter und der kann auch nicht lernen, der ist strunzdumm. Also für eine Zählerstandsabfrage ist er gut, aber der ist wirklich strohdoof. Naja, aber für viele Customer Service Vorgänge würde er vielleicht auch reichen, wenn es klar positioniert ist. Ja, genau. Wenn man das nicht falsch deklariert hätte als Muggelpackung, wäre es ja auch gut gewesen. So, jetzt haben aber viele Firmen gedacht, oh, der löst alle Probleme, der lernt selbst und, um dann festzustellen, der lernt überhaupt nichts, ganz im Gegenteil, strunzdumm. Die zweite und dritte Generation jetzt, ist sehr viel fortgeschrittener, kann aus dem Zusammenhang erkennen, was der Kunde will, kann auch sehr gut komplexere Vorgänge schon bearbeiten. Und was ganz wichtig ist, die neue Generation kommt fast ohne Training aus. Das hat einfach mit ihrer Struktur zu tun, dass sie auf Wissensgrafen aufsetzt, sodass sie vorhandenes Wissen in semantischen Netzen darstellt, um jetzt ein bisschen technisch zu werden und dann ohne Training relativ schnell das Ganze umsetzen kann. Und insofern ist es dann auch kein Wunder, dass mittlerweile bei Stadtwerken, Energieversorgern, bei Banken und Versicherungen die Chatbots auf extrem breiter Front Einzug gehalten haben. Im Moment noch für die eher einfacheren Vorgänge. Also in der Schweiz, der Klassiker ist die Helvetia-Versicherung. Mein Fahrrad ist weg. In der Schweiz heißt Fahrrad Velo und die Helvetia hatte einen Chatbot, den ersten, der richtig gut war. Der hat nur und ausschließlich den Velo-Diebstahl gemanagt. Also ich hatte mein Fahrrad bei der Helvetia versichert und sagte, es ist weg, es ist geklaut worden. So, im Callcenter dauert der Vorgang etwa 6-7 Minuten und mit dem Chatbot knapp unter einer Minute. Der überweist automatisch das Geld, der guckt im CRM nach, die Versicherungsnummer, ist alles okay, ab damit irgendwo. Und mittlerweile können die auch Mitfahrversicherungen für Autos anbieten, also die
Wie Pac-Man krallen die sich immer komplexere Aufgaben und setzen die sehr erfolgreich um. Und die Kunden mittlerweile finden auch den Umgang mit diesen Chatbots der neueren Generation als sehr angenehm, als sehr nützlich, als sehr entlastend. Und insofern, ja, die haben mittlerweile jetzt, kann man wirklich sagen, auch den Durchbruch geschafft. Und wenn man guckt, Fiat hat gerade angekündigt, die haben den Fiat 500 mit einer speziellen Edition auf den Markt gebracht. Und das Ding heißt Google Assistant. Also Google steht im Vordergrund und das ganze Ding ist nichts anderes wie eine wie entsprechender Google Assistant auf Rädern. BMW hat Alexa verknüpft mit dem BMW-System intern. Also Sprache, Conversational AI, ist mittlerweile hof- und salonfähig geworden und wird von immer mehr Unternehmen auch eingesetzt. Aber da sind wir ja in dieser Intent Economy, also sprich, der Kunde bestimmt über seine Anliegen sozusagen, worum es jetzt gehen soll in der Interaktion. Das kann in dem einen Fall eine Serviceanfrage sein, im nächsten Anfall eine Marketinggeschichte sein oder eine Vertriebsgeschichte. Natürlich, wenn der Bot dahinter, sei es VoiceBot oder textbasierter Bot sozusagen, fokussiert auf nur eine Ansicht, auf ein Intent oder ein Intent komplex ist, dann ist er einfach. Aber du hast ja eben schon gesagt, die Unternehmen, die da mit einsteigen, steigen über was Einfaches ein und versuchen das immer weiter auszuweiten. Und damit, jetzt komme ich wieder zum Anfang unseres Gesprächs zurück, bringt ja sozusagen die Technologie an dieser Stelle, die Chatbot-Technologie oder Voiceboard-Technologie, auch die Auflösung der SISOs voran, oder nicht? Weil letztendlich geht es ja nachher erst damit überhaupt, oder um so komplexere Anwendungsfälle abbilden zu können, muss ich ja dann also nicht nur in Service Datenbanken reingucken können und Prozesse, sondern auch in Vertrieb- und Marketinggeschichten rein. Damit bringen wir auch das Thema CX doch wieder voran, oder? Jetzt muss ich dir ein bisschen Einhalt gebieten. Das Wort, was ich gesagt habe, eben mit Wollte Komplex. das ein bisschen drehen und Ja, dann ja, zu ja, ja, meinen ja, ja, zurück. ja, 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 ja. Also ist ja auch, das ist ja auch korrekt so. Also eine Zählerstandsabfrage ist relativ einfach und ich sage mal monostrukturiert. Also das ist wirklich nicht viel. Die nächste Stufe wäre, wenn der Bot auch noch sagen würde, ich sehe gerade, du hast noch kein Gas bei uns abgeschlossen, darf ich dir was zum Thema Gas sagen? Aber Vorsicht, 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 Vorsicht. Bei uns in dem Trendradar gibt es in der Mitte, bei dem Thema Prozess gibt es so Strategie, gibt es die Value Irritant Matrix. Das ist so eins, was oft nicht gesehen wird. Also der Chatbot oder der Voicebot sollte bitte nur das automatisieren, was der Kunde auch wünscht zu automatisieren. Und auch nur das, wo das Unternehmen sagt, naja, für mich ist dieser Vorgang auch nicht wichtig. Also eine Adressänderung. Da wird der Kunde sagen, wenn ich die nachts um 3 Uhr tun will und da brauche ich keinen Menschen dazu, ich möchte das einfach nur loswerden, dass ich umgezogen bin, ich habe das bisher vergessen, ich möchte das jetzt loswerden. Dem Unternehmen ist die Adressänderung auch nicht sonderlich wichtig, also zumindest nicht so wichtig, dass dann Mitarbeiter am Telefon sitzen müssen und sagen, Mensch, Herr Nägelmann, schön, dass Sie anrufen und schön, dass Sie uns mitteilen, dass Sie jetzt von Karlsruhe nach Frankfurt umgezogen sind. Das sagt das Unternehmen auch, Hauptsache du teilst mir das mit, du kannst mir dazu ein E-Mail schreiben oder den Bot benutzen, ist mir gerade egal. Das muss schnell und kosteneffizient sein. Achtung aber bei den Dingen, wo der Kunde sagt, nee, jetzt würde ich aber ganz gerne mit den Menschen sprechen. Also beim Thema Gasvertrag, da würde ich mich jetzt schon mal gerne beraten lassen. Gibt es da einen Kombirabatt und wie ist das mit der Kündigung? Wie lange ist die Preisbindung und, und. Also nicht alles, was man automatisieren kann, darf man automatisieren. Von beiden Seiten aus nicht. Insofern muss man dem Chatbot schon Einhalt gebieten. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema Strategie. Nur weil die Technologie irgendwas kann, sollte sie es nicht zwangsweise tun, sondern sie sollte bitte schön nur das tun, was für beide Seiten auch wirklich nützlich ist. Bin ich d'accord bei dir an der Stelle, wo es darum geht, dass wir das technologisch komplett automatisiert in der Technologie abbilden. Mir geht es ja eigentlich eher um den Punkt,
Wir wissen ja alle, da wo der Chatbot seine Grenzen hat, sollte ein guter Exit sein, eine gute Übergangsschnittstelle zu einem menschlichen Agenten. Lassen wir das jetzt auch mal als generell akzeptierte Meinung stehen, dass wir das auch so umsetzen wollen. Bedeutet aber trotzdem, ja, im Endeffekt, vielleicht haben wir über den Chatbot dieses Gasangebot angestoßen, dann können wir das aber nicht beantworten. Wir übergeben es an den menschlichen Agenten. Das heißt jetzt aber dahinter, dass der menschliche Agent dann natürlich viel crossfunktionaler agieren muss. Das heißt, der Einsatz des Chatbots, der jetzt den Kanal oder aufgrund dieser intentgetriebenen, kundenseitigen getriebenen Aktionsanstoßes sozusagen einen Prozess losgetreten hat, führt jetzt immer stärker zu Anfragen von cross-funktionalen Antworten durch das Unternehmen. Also die Technologie bewirkt doch im Unternehmen jetzt doch verstärkt, dass ich jetzt mich stärker ändern muss, oder nicht? Das bewirkt doch mehr Veränderung, als wenn ich über die Strategie gekommen wäre. Oh, jetzt machen wir mal, jetzt wollen wir uns kundenorientiert aufstellen und verändern mal unsere Prozesse und setzen dann hinter die Technologie ein. Nee, Widerspruch. Also diese cross-funktionalen Dinge, die gab es auch vorher schon im Callcenter. Da gibt es den typischen Satz, ach, und wenn Sie schon mal gerade dabei sind, ich hätte auch noch eine Frage zu. Die gab es immer schon eigentlich. Der Kunde hat sich noch nie an die Silos der Unternehmen gehalten, an die Abteilungsabgrenzung. Das fand noch nie ein Kunde gut. Ein Kunde denkt immer nur in seinen Anliegen und in seiner Kundenreise, wo er gerade befindet, in welchem Kontext, und das möchte er gerne gelöst haben. Dem ist relativ schnurzbewusst egal, wie das Unternehmen aufgestellt ist. Das war auch schon vor Chatbots so irgendwo. Der Chatbot hat nur eine andere Notwendigkeit gebracht, oder nicht? Ja, der Chatbot zwingt jetzt das Unternehmen noch mehr dazu, weil die Technologie dann sagt, also ich habe hier eine Chatbot-Anfrage, eigentlich wolltet ihr nur Zählerstandsabfrage, aber ich habe zugelassen, da darf der noch eine andere Frage stellen. Und wenn ich das im Chatbot zulasse, muss ich damit umgehen. Aber dieses... Ich will ja nur auf den Punkt raus, dass die Technologie jetzt das Unternehmen mehr zu einem veränderten Verhalten zwingt als das schöne Strategiekonzept. Ja, weil die Unternehmen vorher bei ihren Mitarbeitern oder bei den Dingen, die vorher im Kundenservice abgefackelt haben oder im Vertrieb, oft nicht richtig zugehört haben, mit was der Kunde da ankam, was er wollte, wie hoch die Fallabschlussquote war. Wir haben auch die falschen Dinge vorher gemessen. Die Unternehmen hätten es schon vor 10 Jahren wissen können, dass man nicht in Silos sich organisieren darf, sondern entlang der Kundenreise. Der Chatbot ist natürlich technologisch so, da kriege ich dann noch mehr Daten und mit knallharter Auswertung und dann kommt das natürlich noch viel eher auf den Tisch des Hauses, nach dem Motto, guck dir mal an. Wir hatten den Chatbot eingeführt für eine Adressänderung und jetzt stellen wir fest, 35% aller Fragen gehen in diese, in jene und noch in eine andere Richtung irgendwo. Da stimme ich dir zu, aber dass der Kunde vorher schon von Hölzchen auf Stöckchen gesprungen ist und mehrere Anliegen, das hatten wir eigentlich immer schon. Und man hätte das vorher schon mit der vernünftigen Strategie auch super gut lösen können. Ne? Hätte man es gewollt. Hätte Fahrradkette, ne, ist halt dieser komische Ausbruch da. Aber letztendlich, wie gesagt, über die Gespräche, die wir auf unseren Diskussionen da immer mit euch Experten, aber auch mit den Praktikern geführt haben, ist es ja dann, dass man oftmals in diesen unendlichen politischen Diskussionen im Unternehmen dann festgesteckt hat und nicht zur Umsetzung kam. Und jetzt finde ich im Endeffekt, dass durch Corona dafür ja einfach ein ganz anderer Drive reingekommen ist. Das ist ja einfach immer wieder, warum ich da nochmal so nachbohre. Und du hast ja auch dein Trendradar so ein bisschen natürlich visualisiert, ganz klar. Die Botschaft drückt sich bei uns ja auch im Trendradar aus. Also das Thema Chat, Videochat und Co-Browsing hätte nicht diesen rasanten Aufstieg erfahren, hätte es Corona nicht gegeben. Es gibt und bewirkt dann hintenrum noch ein Umdenken auch auf der Prozess- und der Strategieebene jetzt viel stärker, als wir vorher hatten. Das ist ja, genau. In dem Falle treibt jetzt Corona die Technologie und die Technologie treibt die Prozesse und die Strategie.
Wir wünschen uns aber bei den Unternehmen nicht, dass wir jedes Mal von außen Corona brauchen, um die Strategie irgendwo anzupassen. Wünschen wir uns nicht. Aber was machen wir denn jetzt? Wie machen wir denn jetzt das Beste daraus? Du sprachst ja eben da schon, dass wir natürlich durch die Technologien jetzt viel mehr Daten generieren. Das war auch ein großes Thema natürlich bei der Shift CX, dass wir stärker datenbasiert Customer Experience Optimierung treiben oder voranbringen und erkennen, wo sind noch Probleme in den Prozessen, wo wünscht sich der Kunde etwas anderes, etc. Ist das auf der Prozessebene, in dem Prozesscluster im Endeffekt der Erfolgshebel, wenn sich da die Unternehmen jetzt drauf verstärkt orientieren und daraus aus der verstärkten Erkenntnisgewinnung, Analyse und dann auch Umsetzung, auch wieder einen Schritt weiterzukommen? Jetzt hast du mir eine schöne Steilvorlage nochmal für die Notwendigkeit von Strategie gegeben. Danke. Also, ja, das Thema ist, die Systeme spucken unendlich viele Daten aus. Also früher hatten wir nur ein Callcenter, jetzt haben wir noch viele andere Dinge, die Daten ausspucken. So, das Thema ist, jedes der Systeme bietet wertvolle Daten. Aber nur, wenn ich die Daten im Kontext sehe und was tragen die dazu bei, meine Strategie zu unterstützen, machen die Daten ja auch wirklich Sinn, ne? Also wenn ich jetzt isoliert ein System betrachte, beispielsweise Nutzungsrate von Chatbot, Abschlussquote und, dann hilft mir das alleine nicht sehr viel weiter irgendwo. Das ist zwar auch nützlich und erkenntnisreich, aber hilft nicht. Erst wenn es auf die Strategie einzahlt. Also insofern, wir haben jetzt noch mehr Daten und gerade bei noch mehr Daten ist es umso wichtiger zu sagen, was sind denn jetzt die Kennziffern, die mich wirklich als Unternehmen voranbringen? Beispielsweise im Callcenter haben wir diese Uralt-Kennziffern Erreichbarkeit und Service-Level, die, Entschuldigung, harter Ausdruck, völlig für die Füße sind, weil sie wirklich keinem jetzt wirklich nützlich dienen. Stattdessen wäre Fallabschlussquote oder Erstlistungsquote, wie auch immer das Kind heißen mag, sehr viel nützlicher. Also ich brauche erst die richtige Definition der Kennziffern aus meiner Strategie und dann gucke ich, wo aus welchen Systemen kriege ich die her. Wir kriegen heute mehr Daten, das ist bei jedem Unternehmen so. Und die meisten Unternehmen sind völlig überfordert mit dieser Datenflut und wissen jetzt gar nicht, ja, welche Kennziffern brauche ich, welche sind denn jetzt wirklich hilfreich, welche unterstützen mein Geschäft. Also das sind wir beim Uralt Thema wieder, die Strategie bestimmt leider Gottes dann auch die Kennziffern. Und die Kennziffern, die bestimmen wiederum, wo, aus welchen Prozessen, Kundenreisen, kriege ich die denn jetzt überhaupt her? Aber fast alle, die CX und verschiedene Systeme eingeführt haben, sagen, sie werden im Moment ein bisschen überrollt von zu vielen Daten aus zu vielen Systemen. Mhm. Wir diskutieren ja da immer wieder, das habt ihr ja auch in eurem Trendradar, dieses Thema CX-Management, Cockpit. Wie sieht es da aus, um wirklich einen reduzierten, also um dieses Problem zu viel Daten und ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sozusagen, besser strukturieren zu können und in einem Cockpit reduziert auf die wirklich wichtigen Daten zu schauen? Wie weit sind wir bei der Cockpit-Verbreitung? Fast alle Unternehmen haben ein Cockpit, aber fast alle Unternehmen haben nicht die richtigen Daten. Oder sagen wir so, sie haben viele Daten, aber wissen noch nicht, welche müssen ins Cockpit rein irgendwo. Und das hat dann schon damit zu tun, was ist für mein Unternehmen wirklich relevant, was ist wichtig, wohin muss ich gucken. Da haben wir auch viele neue Kennziffern, mit denen wir bisher wenig Erfahrung haben. Wir haben vorher immer gemessen im Vertrieb, also wie erfolgreich war der Vertrieb mit gewissen Dingen und wir haben im Marketing gemessen, wie erfolgreich war das Marketing in gewissen Dingen. Was wir bislang in der Vergangenheit noch nicht so gut gemacht haben, weil die Abteilungsdenke dagegen gesprochen hat, zu sagen, wie läuft eigentlich die Customer Journey eigentlich ab? Was sind die relevanten Touchpoints vorne in der Suchphase? Was sind die relevanten Touchpoints in der Entscheidungsphase und. So. Also von diesem Vertikalen weg hin zum Horizontalen. Da brauchen wir neue Kennziffern, die die Systeme zwar rein theoretisch liefern können, auch in den Dashboard überführen können, aber die muss ich erstmal ermitteln, ich muss sie verstehen und dann kann ich sie ins Cockpit reingeben. Da sind die Unternehmen. Also ein Cockpit rein auf NPS-Werten ist nicht unbedingt das, womit wir agieren sollten. Ja, mit NPS habe ich sowieso. Also ich bin kein Freund von NPS, weil
Diese Kennziffer, wenn man sie die mal analytisch auseinandernimmt, NPS suggeriert ja, dass die Kunden loyal sind, wenn sie weiterempfehlen. Also die Untersuchungen, empirischen Untersuchungen haben gezeigt, es gibt eine stärkere Korrelation zwischen einem hohen NPS-Wert und der Kundenzufriedenheit, aber nicht so einen hohen zur Weiterempfehlung und damit zur Loyalität. Das Ding hat schon ein paar gravierende Macken. Der Grund, warum das so verbreitet ist, weil es extrem einfach zu ermitteln ist. Ne? Also daran sieht man mal wieder, die Management-Ebene möchte. Und reduziert dann auch gut darstellbar ist. Ne? Es ist extrem gut vermittelbar, es ist einfach erklärbar und es suggeriert, wenn du das richtig machst, hast du loyale Kunden. Deswegen ist das Ding so hoch verbreitet irgendwo, aber es ist auch hochgefährlich irgendwo. Der NPS ist bestimmt nicht verkehrt, aber es ist nur ein Indikator und man sollte schon gucken, dass es da noch ein paar andere Indikatoren gibt, die ins Dashboard rein müssen. Nur weil es einfach zu ermitteln ist, heißt es nicht, dass es auch einfach gut ist. Das ist ja das Problem halt auch dieser unterschiedlichen Generationen dieser Cockpits. Darüber haben wir ja auch schon mal, warst du auch in der Diskussion dabei, dass sozusagen ein so ein Standard-Generalwert letztendlich nicht für alle Branchen, nicht für alle Unternehmen gelten kann und eigentlich ein gutes Cockpit immer erst dann gut ist, wenn es mit den spezifischen Kennwerten, KPIs des Unternehmens auch bestückt und befüllt wird. Richtig. Was alle gemeinsam haben, ist, dass wir in Zukunft Kennziffern brauchen, die etwas mit der Kundenreise zu tun haben, was der NPS im Übrigen auch nicht tut. Ne? Es gibt so Versuche, oder es hat Versuche gegeben von Unternehmen, die haben so ein Touchpoint-NPS ermittelt, um dann festzustellen, das ist, Entschuldigung, mega doof, der Ansatz, weil der Kunde entscheidet nach der Kundenreise, aber nicht nach dem einzelnen Touchpoint. Also jetzt haben wir alle mittlerweile begriffen, offensichtlich ist der Verlauf einer Kundenreise von A bis Z, von Anfang bis Ende, offensichtlich etwas, was den Kunden in seiner Meinung bestärkt oder auch nicht bestärkt, bei diesem Unternehmen weiterhin treuer Kunde zu bleiben. Aber diese Kundenreisen muss ich ja erstmal designt haben. Die laufen oft über verschiedene Abteilungsgrenzen hinweg mit verschiedenen Systemen. Und wir werden noch lernen müssen, wie man die Kundenreise, wie man da richtige Kennziffern ermittelt, die uns eine bessere Aussagekraft darüber geben, ob der Kunde jetzt mit der Kundenreise zufrieden ist und nicht mit dem einzelnen Touchpoint beispielsweise. Und auch nicht mit dem generischen NPS, der sowieso in meinen Augen ja nur bedingt tauglich ist irgendwo. Super, wir sind schon fast am Ende unserer Gesprächszeit. War spannend. Ich glaube, wir haben ganz schön dein Trendradar von hinten nach vorne aufgearbeitet. Das strategische Thema haben wir jetzt ein bisschen unterbelichtet betrachtet. Willst du da nochmal was hinzufügen? Nein, du gibst den Versuch hier nicht auf irgendwo. Das ist ja auch das, was ich an dir schätze irgendwo. Naja, ich hab meine Bauchschmerzen, dass wir in allen Transformationsthemen immer wieder das gleiche Credo ist, wir müssen erstmal Strategie aufarbeiten und dann verlaufen sich viele Unternehmen, egal bei welcher Transformationsinitiative, einfach in dieser Strategiediskussion, in ewigen, sich im Kreis drehenden Strategiediskussionen, die nicht wirklich zum Ergebnis führt. So, das ist ja der Punkt. Ja, da stimme ich mit dir überein. Aber das ist dann, sag mal so, du stimmst ja dem zu, dass eine Strategie generell nützlich ist. Ja. Aber der Prozess, um dahin zu kommen, ist offensichtlich nicht gut. Also ja. Insofern, glaube ich, müssen wir eher darüber nachdenken, wieso tun sich Unternehmen so schwer damit, eine Strategie, ich sag mal, relativ schnell, ich sage immer bewusst relativ schnell, aber dafür so umzusetzen, dass alle sagen, habe ich verstanden im Unternehmen, finde ich gut, trage ich mit und wenn sie es nicht mittragen, sollen sie bitte gehen und ist für mich nachvollziehbar irgendwo. Offensichtlich ist der Prozess der Strategiefindung und Formulierung offensichtlich das Schwierige, nicht das Thema, dass wir keine Strategie brauchen. Ne? Ja. Da bin ich vollkommen d'accord. Und dann sozusagen, dass sich die Umwelt schneller verändert, als die Strategieformulierung ein Ende gefunden hat. Ja, wobei Unternehmen auch aufpassen müssen, oft wird auch Strategie dann mit Taktik verwechselt irgendwo. Ne? Also wenn die Strategie so
gestrickt ist, das ein halbes Jahr hält, dann frage ich mich immer, dann war es keine Strategie, dann war es vielleicht Taktik irgendwo, aber mit dem falschen Label beklebt irgendwo. Aber ich stimme mit dir überein, viele Unternehmen tun sich schwer damit, intern überhaupt mit den Entscheidungsprozessen. Grundsätzlicher Art, da haben wir oft die Schwierigkeit, zu viele Stakeholder, zu viele Widersprüche und nicht schnell genug irgendwie den Konsens herbeigeführt. Das ist die Richtung, in die wir hinwollen. 250 Grad Nord, Nord, West und da marschieren wir. Und man sieht es ja unter Unternehmen, die erfolgreich eine Strategie haben. Das hat offensichtlich auch was mit Leadership zu tun irgendwo. Ne? Also wenn ich mir gucke, Jeff Bezos, Elon Musk, da habe ich immer sehr starke Führungspersönlichkeiten und ich glaube nicht, dass die 6 Jahre rumgeeiert haben, bis sie eine Strategie hatten. Offensichtlich ist das Thema der Strategiefindung auch ein Thema, das mit Leadership und mit Führungsqualität zu tun hat. Wobei man ja bei Elon Musk fragen muss, ob er wirklich Strategiepapiere hat oder ob das nicht dann doch mal so kurze, schnelle Papiere sind und weil sie da einer Idee folgen. Ich muss nicht unbedingt Strategiepapier haben. Ich bin groß geworden bei Dell Computer, als Michael Dell noch, 10 Millionen Dollar Umsatz gemacht hat. Wir haben kein Strategiepapier gehabt, aber ich kann versichern, dass Michael Dell eine Strategie im Kopf hatte, die er uns sehr plausibel mittags bei einer großen Pizza erklärt hat, in welche Richtung das geht. Und da war kein PowerPoint, das gab es damals sowieso noch nicht. Das hat er uns dann so erklärt, dass wir nach einer Stunde Pizza essen wussten, das ist die Strategie. Und wir haben da kein PowerPoint dafür gebraucht und trotzdem war es eine Strategie. Ich glaube schon, dass man nicht immer da große Seitendokumente braucht, aber alle Führungskräfte müssen verstanden haben, das ist die Richtung, in diese Märkte gehen wir mit dieser Vertriebsstrategie, mit dieser Produktstrategie. Wenn das alle verstanden haben, muss noch nicht mehr unbedingt schriftlich sein irgendwo. Prima. Was steht bei dir als nächstes auf dem Programm? Die große Conversational AI-Konferenz. Ja, das Thema muss ja noch auch mal verfrühstückt werden. Da muss ja auch mal Klarheit geschaffen werden, Orientierung in dem Markt. Und das kommt jetzt Ende Mai und irgendwann, wenn das dann fertig ist, widmen wir uns dann wieder irgendwas mit CX zu. Das geht jetzt immer schön im Wechsel irgendwo. Und aber Conversational AI ist im Moment auch relativ heiß und da gibt es das Gleiche und viele Unternehmen suchen nach Orientierung und nach Struktur und nach Hilfe und nach Rat und das machen wir zum ersten Ende mal. Prima. Harald, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank auch für die Zuschauer, die wir hatten. Es war doch wieder zweistellig da draußen. Das freut uns natürlich, dass ihr uns alle zugeschaut habt. Nächste Woche sind wir wieder hier am Donnerstag um 15.30 Uhr. Nächste Woche mit der Ulrike Dollar sprechen wir über Service Excellence und weitere Themen. Einfach wieder reinschauen. Nächste Woche in diesem Sinne, wir sind raus. Tschüss zusammen.